So, wollte euch einen kleinen Rapport geben. Ich bin ja gerade dabei abzunehmen. Hab jetzt eine Woche, also von einer Woche bin ich zweimal bis zur Arbeit gelaufen und wieder zurück. Eine Strecke ca. 18 Kilometer und 18 zurück, also 36 Kilometer gelaufen, zweimal. Und ja, zweimal mit dem Fahrrad gefahren und ja, den Rest dann mit dem Auto dann. Und habe mein Essen beibehalten, also nicht mehr gegessen, aber auch nicht weniger. Und ich habe ungefähr abgenommen 200, 300 Gramm, also ist nicht viel, aber nehme an, das hat ja auch angestrengt, ja, dann Muskelkater gehabt, die Knochen, alles hat dann wehgetan, dass ich deswegen vielleicht nicht so viel abgenommen habe. Aber es ist ja auch egal, wie viel ich abgenommen habe. Selbst wenn ich gar nichts abgenommen hätte, wäre das trotzdem ein großer Erfolg für mich, da ich nicht zugenommen habe. Alleine deswegen lohnt sich es. Das heißt ja auch, man soll 10.000 Schritte gehen am Tag. Das sind umgerechnet, ja, ich glaube, 5, 6 Kilometer. Vielleicht auch 7. Keine Ahnung. Soll man eigentlich gehen, was ja eh keiner macht. Und damit habe ich ja eigentlich mein Ziel erreicht mit 2x36. Ich möchte das beibehalten und wir wollen mal sehen, wie viel ich noch abnehme. Ne? Ob das vielleicht noch mehr wird oder ob das kleine Schritte sind. Während es mir auch egal sind, wenn es kleine Schritte sind. Aber wenn ich also bis zum 1. Februar, wenn ich dann merke, ich habe nicht zugenommen, dann will ich das so beibehalten. Dann werde ich auch nicht wöchentlich ein Video machen, weil es langweilt dann auch. Dann werde ich dann, was weiß ich, einmal im Monat, ne, um euch zu sagen, wie es mir geht und so und wie viel ich abgenommen habe. Ja, das Licht, was ihr hier seht, was immer an- und ausgeht und sich die Farben verändert, das ist mein LED-Lichtband. Bei mir ist die Birne ja ausgefallen und deswegen ist das mein einziges Licht. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Erinnert mich irgendwie an U-Boot fahren. Gut, Leute, das war's. Meine Katze miaut. Die will raus. Alles klar, Leute, dann nächsten Montag am 18. glaube ich, ist das. Sehen wir uns wieder, dann macht's gut.